Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Foundation. In der letzten Folge haben wir hier die ganzen Hütten abgerissen und alle nach hier oben gesetzt und den Baubeginn für unsere Festung veranlasst. Genauso wie die Erweiterung des Herrenhauses. Jetzt ist die Frage aller Fragen. Wo sind die ganzen Arbeitslosen, die wir haben? Das ist nicht Müller. Aber ich bin mir sicher, wir haben noch mehr Arbeitslose. Wir haben 64, Alter. Wir sind Raxermania. Raxermania. Da leben wir. Einwanderung alle 7 Tage. Wir sind alle nicht so happy. Unterkunft in der Nähe meines Arbeitsplatzes zu finden, William. War nicht in der Lage. Alter. Was hast denn du für Probleme? Leb dort, wo das Schicksal dich hinführt, ne? Das Schicksal sagt, hier oben ist ein Dorf. Vorraten, Alter. Ich habe so viel auf Vorrat mittlerweile schon. Das ist ja schon richtig unangenehm. Dafür habe ich keinen Stein mehr auf Lager irgendwie. Kann das sein? Also, dass ich nicht mal mehr wirklich Stein habe. Doch, Stein habe ich, aber keine Steinblöcke. Habe ich keinen da in der Arbeit? Doch, da hat einer. Dann bauen wir halt nochmal einen Steinmetz. Bauarbeiten. Warte mal. Arbeitsplätze. Haben wir denn hier so ein paar... Arbeitslose. Baumeister. 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 Dann brauchen wir noch einen Steinmetz. Jetzt bauen wir das hier so ein bisschen aus. Steinmetz, Steinmetz, Steinbruch. Steinmetzhütte. Die kann jetzt noch da. Ich hätte gerne noch mal ein Lagerhaus. Hier. Und dann würde ich gerne eine Holzwand. Und zwar hier drum ziehen. Damit die mit deren unrealistischen Scheiß hier aufhören rumzulatschen. Aber wie kann ich denn das jetzt hier fertig machen? So, jetzt fertig deklarieren. So, fertig. Ja, sie laufen fein außenrum. Brave Leute. Aber eigentlich solltet ihr hier gar nicht durchlaufen. Hier ist es viel zu steil. Aber wenigstens laufen sie jetzt hier nicht mehr durch. Das ist ja schon grausam genug gewesen. Jetzt haben sie sich einen neuen Weg gesucht. Also. So, na, hier brauchen wir ein Holztor mal. Es gibt genau hier ein Holztor und da bauen wir jetzt noch eine Holzwand hin. So. Jetzt müssen sie da durchlaufen. Ohne Wenn und Aber. Die Mauer steht. Oh, da kommt schon wieder so ein Leibeigner daher. Was willst du? Fisch, Gold, Fisch, 20 Gold, Fisch willst du. Ich bin für das Volk. Das Volk bekommt von mir jetzt 20 Fisch. Dann sind die heavy. Und das Herrenhaus steht auch schon bald. Ist natürlich super. Dann würde ich jetzt sagen, tun wir auch nochmal einen Ding machen. Wo ist er denn? Eine Schneiderei. Die soll sich eher so nach hier vorne begeben noch.
bräuchte jetzt auch noch eine Erweiterung für die Mauern. Bauen und dann hier wieder ein Holztürchen. So. What? Nö, wir laufen schräg auf der Wand. So. Wie läuft's denn hier? Da wartet, ist noch nicht mal ein Baumeister am Werk. Wie sollen denn dann die Leute denn arbeiten? Das sind ja mal Hiopais. Wie schaut's denn hier aus eigentlich? Oh, da kommen viele Ressourcen an. Oh, huhu. Habe ich nicht schon Steinmetz auch noch beauftragt? Das ist eh der hier. Steinmetzhütte. Kommt hier noch eine Wand hin bis nach da oben? Das ist so mehr Schichten. Mauernsystem auch. Eigentlich, wie gesagt, wollte ich ja hier oben drauf alle sitzen, aber ja. Verkackt. Hups. Was kommt denn jetzt hier alles noch hin? Ach, das ist nur die Schneiderei. Das hier ist. Ach, das ist mein Lagerhaus. Nun hat es ja easy. Jetzt holen wir mal hier. Warte mal. Holzwand. Neben dem, dass das hier absolut nicht geht. So. Sind wir in dem Baumodus und noch ein Türchen einbauen, Holztor. Damit die Leute wissen, was hier abgeht. Und nicht wie die Dame beschließen, einfach durch die Gegend zu wandern. Alles abgeschlossen. Ihr müsst jetzt außen rumlaufen, egal. Wohnhaus fertiggestellt. Wie schaut's denn eigentlich mit. Wie weit hat das Gebiet schon überhaupt? Wohngebiet. Ich dürfte das ganze Wohngebiet hier ausnutzen. Lasst mir bloß ein bisschen Platz hier vorne. Dann bin ich zufrieden. Schaut, das schlechte Wetter ist vorüber. Schlechtwetterüberlebender. Oh, dafür gibt es eine Errungenschaft. Welch eine Erleichterung. Wohnhaus fertiggestellt. Ein Bewohner hat keinen Platz. Ihr habt tonnenweise Platz hier, dann baut. Vielleicht muss ich den Markt dann auch noch woanders hinsetzen irgendwann. Einen komplett neuen, überarbeiteten Marktplatz bauen. Wie schaut es eigentlich mit den Umsätzen hier aus? Brot 24, 60, 60. Oh, schaut ganz okay aus. Das hätte ich mir jetzt irgendwie schlimmer vorgestellt. Alter. Was müsst ihr denn nach heute holen? 5 Stein fehlt noch. Wer macht das? Wer ist für euch eingeteilt? Da kommt einer schon. Der bringt hoffentlich jetzt die 5 Steine daher. Yo! Das Gebäude ist gleich fertig und jetzt müssen sie hoch. Jetzt haben sie die größte Aufgabe. Jetzt müssen sie den Burgfried bauen. Huch! Ja. Oh, jetzt kann ich hier nochmal erweitern. Gebäudeteile. Ich habe jetzt hier tonnenweise... Und ich kann die nur um 1 erweitern. Hupsi. Schatzkammer. 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 Ich bin mal gespannt, wie viel wir gerade reinkriegen, weil ich schaue noch nicht mal hin.
denke irgendwas mit 3000, 4000, wenn wir Lockheitsplatz haben. Und? 3600, oder? War ich doch gar nicht mal so knapp daneben. Jo, das steht auf 4 Stelzen. Ist klar, Junge. Ist klar. Was müsst ihr denn alles jetzt da anschlappen für das Teil? Dafür 5, dafür 5. 2 dafür, 5 dafür. Ja, das ist ein bisschen was, ne? Aber wir sollten gleich genug auf Lager haben. Das sollte jetzt mal kein Problem darstellen. Aber wie schnell sich das dann erweitert? Was gibt's denn eigentlich? Ich muss jetzt mal gucken. Ich habe mich die ganze Zeit nie damit beschäftigt. Aber was gibt's denn dann alles noch? Eine Mönchstatue. Mich würde interessieren, gibt es zum Beispiel eine Taverne? Gibt es noch Tavernenwand? Tavernenseitens, Steinset. Handelsbonus, Waffenschmiede, hölzerner Bergfried dekorativ, eine Jagdhütte. Aha, niedrige Steinmauern, Kirche, Handelsbonus, Dorfkirche, zusätzliche Gebäudeteile, Kloster, Klosterkräutergarten, Klosterweinerzeugung, Klosterbienenzucht. Okay. Was heißt, ich erweitere jetzt einfach mal das Territorium wieder hier. Und hier. Habe ich noch Kohle? Jo, habe ich noch. Und hier. Wenn ich schon die Kohle habe, die kommt ja auch wieder rein. Oh, jetzt sind wir im habe ich was gesagt? Das ist jetzt ungut. Wir brauchen mehr Geld, Jungs. Null. Jetzt sind wir genau auf Null. Wenn sich so eine Zeit halten könnte, wäre es super. Bräuchte eine Mission. Leibeigene bringt mir eine Mission. Alter, diese Festung. Davor war schon, waren hier so ein paar Teuerhäuser, hier ein bisschen was. Und jetzt hat hier voll das Teil. Da oben entsteht voll der riesige Teil. Und eine Holzmauer zieht sich um die komplette Anlage rum. Und viele Leute fehlen es wieder an Häusern. Ihr habt hier hinten noch die komplette Sache zu bebauen. Baut's mal, ihr faulen Säcke. Ich könnte natürlich hier vorne noch so ein Teil sagen, wo ihr hier bauen könnt. Oh, jetzt haben wir den Minus. Ja, Mama Mia. Aber wir sind schon wieder bei 100 oben. Also irgendwie so schlecht können wir gar nicht wirtschaften. Kann ich eigentlich Sachen verkaufen? Also neben dem, dass ich merke aktuell, dass die Typen nur damit beschäftigt sind zu laufen. Oh Gott, jetzt geht es. Gott, das Geld, wo geht das Geld hin? Oh oh. Das mit dem Geld ist jetzt gerade nicht so praktisch. Ich finde schön, dass du nicht auf das Geld konzentriert. Das schaut gerade alles sehr, sehr toll aus. Wir sind im 15. Monat schon. Was? Handel. Handel. Irgendwo konnte ich sehen, was die Leute gerne mögen. Konsum Dorfbewohner 205. Letzte Woche haben sie allein so viel eingenommen. Ausgaben waren letzte Woche für die Wartungskosten 467. Handelsausgaben 40. Allgemeine Ausgaben 1500. Grundsteuer 34. Wir begeben uns knapp am Minus. Das ist nicht gut. Hier. Nachbarstädte. Dafür fehlt uns noch gewöhnliche Kleidung. Kauft gewöhnliche Kleidung. Was wäre mit... Ah, Fisch. Fisch, der kauft Brot. Brot haben wir eh noch nicht so viel. Das ist noch ganz gut. Und du kaufst Stein und Beeren. Und Holz. Fisch. Wie viel Fisch habe ich denn auf Lager? 5. Wo haben wir Fisch gelagert? Hier liegt 100 Brot zum Beispiel schon. Oh, Fisch ist fast leer. Bitte um eine Audienz. Oh Gott, du bist gerade zur richtigen Zeit.
5 Brot zum König liefern. Machen wir. Stehen wir schon wieder ein bisschen besser da. Es hat sich keiner angeschlossen. Was? Wieso nicht? Ah, warte mal. Wir könnten auch wieder Brunnen gebrauchen, oder? Baumeister, wir brauchen Brunnen. Wir können hier irgendwann mal ein paar Brunnen gebrauchen. Es schwebt! Wir haben die Physik für uns benutzt. Es kann schweben. Aber Leute, damit würde ich sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und ja, in der nächsten Folge müssen wir irgendwie schauen, dass wir aus der Geldkrise rauskommen. Vielleicht war das Territorium kaufen doch nicht so eine gute Idee. Also, bis dann. Ciao. Changes.